Hier ist jetzt der zweite Teil von den Happy Mails, die ich bekommen habe. Und das könnt ihr euch erinnern, ist doch von der Elfriede, das kleine Junk Journal, was sie mir geschenkt hat. Im ersten Teil habe ich euch das gezeigt. Und sie hat doch ein Gedicht geschrieben und habe ich doch erzählt, dass ich da eine Seite drin gestalte wäre oder dass ich überhaupt das Gedicht halt irgendwo aufbewahren möchte. Und das zeige ich euch jetzt mal direkt am Anfang, was ich da gemacht habe. Also das ist noch von der Elfriede, das war die erste Seite. Und hier habe ich jetzt einfach eine Seite gestaltet. Blümle, kennen wir ja, da gibt es ein Video, wie man die macht von mir. Da habe ich was dazu hingeschrieben, dass ich mich da auch erinnern kann, was das war. Und es war eine Tasche in dem Junk Journal. Ich zeige es euch mal von hinten. Das war so eine Tasche von so, ich denke, Apotheke oder so. Das konnte man da aufmachen. Das war da vorne, also genau das Gleiche. Das ist die andere Seite von der Tasche. Und die habe ich jetzt genutzt und habe hier quasi, da steht das Gedicht drin. Das habe ich belassen, genauso wie es gekommen ist. Ups, fällt es mir aus der Hand. So, da ist das kleine süße Gedicht. Und da habe ich dann einfach hier mit so Dekopapier sowas hingenäht, passend in der Farbe, wie jetzt hier an dem Papier. Auch mit Papier, wo ich geschenkt bekommen habe. Drei kleine Knöpfe hingenäht, ein bisschen Spitze dran und so. Und das darf hier reinwandern und darf jetzt hier wohnen bleiben. So, und da oben habe ich noch so einen kleinen, also eine kleine Sicherheitsnadel hingemacht. So ein bisschen. Ich liebe halt Dingeldangelzeug. Ihr kennt mich ja mittlerweile. Und die Rückseite, die sieht so aus. Genau. Brauche jetzt nicht viel dazu sagen, das ist zum Beispiel ein ganz normaler Faden. Das ist der Faden, den es bei, gibt es denn bei Kick in Silber und in Gold. Ich liebe diesen Faden, ich habe den schon zigmal nachgekauft und habe den da einfach mehrere Bahnen da hingeklebt. Fand ich ganz nett. Ja, so hat das Gedichtchen einen festen Platz jetzt bekommen. Und jetzt geht es weiter mit den Happy Mails Runde 2. Und da habe ich auch eine neue Seite gestaltet. Das wird alles in dem Video jetzt gezeigt. So. Es geht los, wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, gell? Tschüss. Ja, und dann kam das nächste Paket. Das ist jetzt von einer lieben Freundin. Die kenne ich schon ewig. Also ich glaube, wir waren zusammen in der Berufsschule. Also das ist ja schon fast 100 Jahre her, gell? Die Petra aus Villingen. Und die guckt auch meine Videos. Und jetzt hat sie mir auch ein Paket geschickt. Ich denke, huh. Normal kommt halt eine Karte und so. Wir schenken uns normalerweise nicht wirklich was, aber ja, aber eine Karte kommt immer und jetzt kam eine Karte und noch ein Paket. So, ich lese euch gerade mal vor, was da drauf steht. Also Petra, weißt du, kennst mich ja, wenn du meine Videos siehst, dass ich da vorlese. Hallo Susanne, zu deinem Geburtstag, also Moment, sie hat mir noch eine Geburtstagskarte separat geschrieben, die wollte ich jetzt euch nicht vorlesen, aber die jetzt, was in dem Paket dabei war, die lese ich euch jetzt vor. Also, nochmal. Hallo Susanne, zu deinem Geburtstag habe ich für dich zwei Kisten mit Happy Mail Sachen zusammengestellt. Ich hoffe sehr, dass du ein paar Sachen auch zum Basteln verwenden kannst, ansonsten einfach in den Mülleimer damit werfen. Deine Petra. Petra hat's hat das Wort Junk verstanden, auf jeden Fall, und hat mir da zwei süße Kisten zusammengestellt. Und in einer sind ganz tolle alte so Brief, also so Karte drinnen, Geburtstag oder Karte überhaupt, so Briefkarte und so. Und ich kann da garantiert Sachen benutzen, Petra. Das verspreche ich dir. Ich sag mal vielen herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut, dass du als Nicht-Junk-Journal-Mensch an mich gedacht hast und ja, mein Hobby ein bisschen unterstützen tust. Vielen Dank. So sieht's aus. Und dann kam ein Päckchen von der lieben Sonja. Hallo Sonja. Die Sonja hat mir auch mal eine Freundschaftsanfrage geschickt und die guckt auch meine Videos und wir schreiben auch mittlerweile ein bisschen miteinander und das ist ganz liebe. Und macht, also bastelt auch schöne Sachen. Auf jeden Fall hat sie auch mir was schenken wollen. Und hat dann gefragt, ob sie meine Adresse bekommen könnte. Sie würde mir gern was schicken. Und dann habe ich ihr meine Adresse gegeben. Und also,
Das ist die Karte dazu. Voll süß. Ich lese euch vor. Liebe Susanne, deine schönen Momente, die du in deinem Junk Journal festhältst, haben mich zu dir geführt. Ich schaue deine Videos sehr gerne. Ich wünsche dir viel Freude mit diesem Päckchen. Bleib wie du bist. Liebe Grüße, Sonja. Liebe Sonja, ich sage jetzt schon mal vielen Dank. Ich habe schon reingeguckt. Also so liebevoll verpackt und so wunderschöne, ja, Schätze. Also ich bin ganz begeistert. Vielen Dank, dass du mir das hast zukommen lassen. Und ich werde mit Sicherheit schöne Seite damit gestalten. Die siehst du dann irgendwann. Also ich kann nicht versprechen, wann ich das mache, aber halt. Ja, also ich werde auf jeden Fall da damit was machen. Vielen Dank und liebe Grüße, gell? So, das stelle ich jetzt mal so hin. Das ist jetzt das von der Sonja. Die Sonja, wo diese Nadel hier da gemacht hat. Also, ja, also allein das ist schon auch wunderschön, gell? Also toll. Und da hat die Sonja hat mir lauter Wundertüten gemacht. Da steht überall Wundertüte drauf. Und das ist jetzt eine Tüte. Moment, ich mach's mal hier rein. Eine Wundertüte voll mit schönen weißen Knöpfen. Sie hat es sortiert und sie hat einen ganz, ganz toller Basteltisch. Den hat sich selber gemacht. Das war mein Kaufmannslader, also da könnte man direkt drin einziehen bei der Sonja. Und das ist die Wundertüte Nummer 1 gewesen. Sortierte Knöpfe. Also ich habe noch nie an sortierte Knöpfe gedacht, aber eigentlich ist es eine tolle Idee, weil, ja, könnt man ja mal machen. Bei der Sonja könnt ihr euch das angucken. Auch eine Wundertüte. Ach, das Papier. So eine schöne alte Spitze. Das nicht schön. Wahnsinn. Alles so passt so farblich so schön zusammen, gell? Mache ich jetzt mal hier hin. So, da ist eins rausgerutscht. Und vorhin, ah da. Und ich mache es hier rein. Gucke nochmal. Hat sie auch selber gemacht. So richtig hübsche Blümle. Ganz, ganz süß. Eben auch so spitz. Das ist auch eine tolle Idee, gell? Und das da noch. Und das da noch. Eine Perle oben drauf und perfekt fürs Chang-Chan. Das ist auch so toll. Wow. Sonja, so schöne Sache. Und ja. Bist ja ganz liebe. Ich freue mich wirklich sehr und ich werde jedes Mal, wenn ich eine Seite mitgestalte, ganz dolle an dich denke und sowieso an euch alle. So, jetzt lassen wir gerade das Tellerle da. Was war denn da drin? Ah, ja. Eine Susanne mit so kleine süße Holzperle. Ganz goldig. So, hier habe ich wirklich auch noch nirgends gesehen. Die müssen schon ein bisschen. Ich weiß nicht, wo die her sind. Die sind ganz wunderhübsch, sehen die aus. So. Und noch eine Wundertüte. Mhm. Nochmal so wunderschöne Perle. Alle an die da
kann man ein ganz tolles Dingeldangel machen. Da freue ich mich schon sehr darüber. Wunderbar. Ja, und dann kam, welches mal jetzt zuerst ist, eigentlich egal. Das hier. Gestalte mit mir eine Seite, vielleicht für deine Oma. Ja, meine Oma ist letzte Woche verstorben, das haben manche mitbekommen. Und sie hat es auch mitbekommen und darum habe ich auch gerade so ein bisschen wenig Zeit. Aber ja, aber meine Oma durfte alt werden, 94, und bis kurz vor ihrem Tod auch gesund lebe und alleine lebe. Und ja, das ist schon sehr viel wert. Also da bin ich sehr dankbar dafür. Und die Sonja hat es mitbekommen und hat jetzt das zusammengestellt, damit ich da eine Seite gestalten kann für meine Oma. Und ja, ich habe schon eine Seite gestaltet, bevor ich das Päckle bekommen habe. Das ist das, was in dem Video auch zu sehen ist. Einfach mal nur so. Ich werde wahrscheinlich noch öfters was machen, was das Thema für mich betrifft, um das ein bisschen für mich als Erinnerung halt zu machen. Gell? Und das ist so schönes Papier und so schön aufeinander abgestimmt. Schauen wir mal. Toll. Und dann da hat sie so schönes ja, so Text, so wunderschöne sind da dabei. Das ist ein zuckersüßer Briefumschlag. Wirklich toll. Muss ich mal gucken, wie man das zusammen macht. Also der gefällt mir richtig gut, weil da oben, da hat er so eine tolle Lasche da vorne. Und dann in diesem Memories. Schöne von den Papierlöt, die sind auch dicker. Ich weiß gar nicht, wo sie die her hat. Die sind nicht so dünn, wie man die normalerweise kennt. Ah, das ist auch so ein schöner Tag. Ein schönes Tütle, alles gefärbt, wie ihr seht. Alles schön aufeinander abgestimmt und passend dazu. Ein bisschen Spitze. Diese Fade, so Blümle, da ist jetzt so Blümle mit dem Knopf vorne dran, das ist so hübsch. Und noch ein bisschen einen Knopf und ein bisschen für einen Dingeldangel hinmachen. Also perfekt. Also für eine, da werde ich eine Seite gestalten, wirklich genau mit den Sachen. Das habe ich mir jetzt schon vorgenommen. Und dann noch, auch noch, das Papier ist auch noch so schön. Und dann hat sie mir nochmal. Na, gucke. Bald ist, gestalte die Seite mit mir. Ja, da habe ich gedacht, was ist denn bald ist? Und dann habe ich es aber gesehen, was innen drin ist. Bald ist nämlich Weihnachten. Und es stimmt. Ich glaube, im Supermarkt gibt es schon wieder Lebkuchen. Immer an meinem Geburtstag gibt es dann im Supermarkt schon Lebkuchen. Das ist schon schönes, so ein bisschen weihnachtliches Papier. Ah, da sehe ich gerade, das sind Engel. Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Schön. Und da hat sie mir dann auch wieder passendes, so Ephemera heißt das, glaube ich. Merry Christmas. Kleiner Tag. Wunderschöne, so filigrane Sache da. Ganz toll. So ein schönes Blättle. Und alles gefärbt. Und so ein toller Baum mit so Glitzer drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. So eine alte, aus einem alten Papier, so ein kleines Täschle. Einfach nur schön. Richtig toll. Briefmarke. So ein Täschle mit so einer schönen Rand da oben. Wie so eine alte Karte. Und so schön gefärbt. Wahnsinn. So schön. Und alles wieder passend. Da ein passendes Schleifle dazu. Da auch so kleine Spitzen so. Also, das ist richtig, richtig toll. Richtig toll aufeinander abgestimmt. Gefällt mir unheimlich gut.
Und da, guck nochmal, der Hirsch, wahnsinnig. So süß. Und die Glöckle da, die sind also ein bisschen angerostet. Und so kleine Sternle noch. Ah, zuckersüß. Sonja, das ist so toll. Dein Happy Mail, also hat mich auch wahnsinnig gefreut. Irre, irre. So. Sonja, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche eine ganz Liebe. Pass auf deine Gesundheit auf. Und ja, ich freue mich sehr. So, jetzt habt ihr das gesehen von der Sonja. Das ist auch so ein hübsches Happy Mail gewesen. Es ist der Wahnsinn. Jetzt muss ich das mal ganz vorsichtig auf die Seite packen. Hallo. Ja. Und jetzt möchte ich eine Seite gestalten. Und zwar genau mit den Sachen. Das finde ich ganz toll. Weil da passt alles so wunderschön zusammen. Und ja, jetzt möchte ich mal gucken, was mir da so einfällt. Eben so ein bisschen als ja, für mich Erinnerungsseite an meine Oma jetzt zum Beispiel. Und ich habe da auch ein paar Sachen von meiner Oma, quasi, also von, was ihren Schmuck betrifft und so, bekommen. Und unter anderem diesen kleinen Ring, den hat sie gern getragen. Der Ring ist auch von ihr. Und die war auch gerne im Fasching unterwegs. Da hat sie dann auch mal solche Ohrringe sich dran gemacht. Normal hat sie halt keine Ohrlöcher gehabt, aber die hat sich hingeklipst. Die sind sehr alt. Ich meine, sowas hat sie eben an Fasching angehabt. Das hat eben, sie war eine Lustige und das hat zu ihr gepasst. Und dann habe ich noch solche das sind so Auszeichnungen gefunden. 40 Jahre Alpverein. Wie viel ist das? Also 25 Jahre, 60 Jahre und dann noch einer mit 50 Jahre. Also da war sie ewig, also bis zum Schluss halt da drin. Und da will ich mal gucken, ob ich sowas mit auf die Seite drauf machen kann oder wie das aussieht. Das sind lauter Sachen, die eben mit ihr zu tun haben. Dann war sie sehr, hat ein ganz großes Herz für Katze gehabt. Sie hat Katzen, also nicht meine eigene hat sie gehabt, sondern sie hat quasi solche, ja, welche, wo ihr Zuglaufe sind, hat sie gefüttert, jahrelang. Also ganz viele Katzen sind da gekommen. Sie hat sie eigentlich groß nicht in die Wohnung gelassen, aber sie hat sie gefüttert und hat ihnen im Dachboden, da konnte man mit einer Außentreppe hin, ein Dach über dem Kopf gegeben und hat sie in so Katzenbette gemacht oder so Nester quasi, dass die es warm hatte. Und ja, sie war da sehr, sehr lieb zu den Tieren und das gehört alles irgendwie zu ihr dazu. So, und jetzt wollen wir mal schauen. Es gibt eine Seite in, da habe ich schon mal eine Seite gestaltet. Das hat auch mit meiner Oma zu tun. Sie hieß Martha, darum hier das M. Und die Seite, die habe ich euch ja schon mal gezeigt, aber ihr habt nicht gewusst, um was es da geht. Ich habe jetzt noch hier drunter, das ist ihr Häuschen. Und da außen geht so eine Holztreppe hoch und hat sie unterm Dach, hat sie für die Katze so ein bisschen, dass die da im Winter nicht hinfrieren müssen, wenn die da oben drin bei ihr schlafen dürfen. Und vom Haus hat sie sie dann immer gefüttert, jahrelang. Genau, das habe ich da jetzt noch hingehängt. Und jetzt machen wir noch mal eine Seite. Ah, die Seite habe ich auch noch gemacht. Ja, klar. Und da einfach so einen Spruch reingemacht. Das war quasi am Tag nach der Beerdigung, wo ich das für mich gemacht habe. Und jetzt schauen wir mal. Jetzt machen wir mal, ob das klebt. Gehen wir vielleicht, das müssen wir gerade mal gucken. Und gehen wir einfach hier hin. Machen wir einfach hier weiter. So, ich konzentriere mich wieder, wie immer. Und ja, wünsche uns viel Spaß dabei.
nach dem Fehler hier, was mir da passiert ist, habe ich nicht gemerkt vor lauter Schönschrift übe. Aber ich habe es ja jetzt gerettet bekommen. Ich habe es halt einfach dann nochmal geschrieben und drüber geklebt. Ich finde, es sieht sogar noch irgendwie interessanter aus. Und als die Kamera dann schon aus war, habe ich mich an den Ring erinnert von meiner Oma. Und den habe ich einfach so skizziert. Von Hand habe den da drauf gemacht auf so ein Tag, wo ich von der Sonja bekommen habe. Und der kann jetzt da hinten drin wohnen. Okay. Das haben wir schon gesehen im Video. Ja, da habe ich eben, das habe ich nochmal dran verändert. Dann habe ich hier oben noch drei so goldene Paillette hingemacht. Und hier auf der Seite auch. Und jetzt gefällt mir das ganz gut. Jetzt zeige ich es euch gerade nochmal so in komplett. So sieht es jetzt aus. Alles klar. Hat das gesehen. Gell? Und tschüss. Tschüss. So, jetzt habt ihr das auch gesehen von der Sonja. Also das ist doch toll. Also ich muss anbauen, ich weiß nicht. Ich habe schon mit meinem Mann gesprochen, habe gesagt, ich weiß nicht, wohin mit der Sache. Ich möchte es auch irgendwo aufbewahren, dass das alles so ein schöner Platz hat. Und ja, muss ich mir noch was einfallen lassen. Also bis jetzt mache ich das mal einzeln in solche Plastikboxe rein, dass da auch nichts hingeht oder so, und dann werde ich mir immer mal wieder so eine Box dann hole und dann irgendwas damit gestalte. Auf jeden Fall, so habe ich es mir mal im Moment vorgenommen. Das kann ich stapeln und dann ja, und mit den Briefe möchte ich ein so ein, wie hat Luise Letsch gesagt, ein Korrespondenz-Junk-Journal machen. Ja, ich habe ja jetzt Junk-Journal, ich glaube, ich nehme eins von der Elfriede. Weil, und das werde ich umfunktionieren dann, und dann ist das eins, wo ich diese ganze Post und die ganze Karte und so reinmache. Und das freut mich dann sehr. Und wenn ich vielleicht mal noch Fotos dazu oder so von den Happy Mails, was ich bekommen habe. Und ja, und jetzt kam noch eins, wo man es gerade von Happy Mails habe. Und zwar habe ich noch ein großes bekommen von der Regina. Hallo Regina. Die Regina ist auch in unserer Junk Journal Deutsch Gruppe. Und die Regina hat auch eine eigene Facebook-Gruppe, die heißt Kreativ Manufaktur Club. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Und sie hat mir auch eine schöne Karte dazu. Hat sie übrigens selber gemalt. Also die ist sehr kreativ. Also müssen wir mal bei ihr vorbeigucken. Also normalerweise. Also die Leute, die in unserer Facebook Deutschgruppe sind, die kennen Regina auch, weil da ist Regina auch drin. Und also man kennt sich dann mittlerweile, weil das eigentlich hin und her geht in der Gruppe. Und die hat mir geschrieben, liebe Susanne, ich wünsche dir viel Spaß beim Verbasteln. Das Mädel mit dem Bollenhut, da hat sie mir ein kleines, sehen wir's? So ein kleines Bild reingelegt, mit einem Bollenhutmädel. Das ist ein ganz bekannter Künstler aus dem Schwarzwald, der macht diese moderne Bollenhut-Mädels da. Also die sind richtig toll, der macht ganz tolle Fotos und hat das Thema quasi neu aufgelegt, und es ist irre. Also die Mädels sind, müssen nochmal gucken, also richtig super. Ja, auf jeden Fall schreibt sie, das Mädel, ich schweife immer ab, das Mädel mit dem Bollenhut liegt da schon eine ganze Weile bei mir und hat anscheinend auf dich gewartet. Ich finde, sie gehört zu dir. Herzlichst, Regina. Das ist sehr lieb, Regina. Und ich freue mich sehr über dieses Bollenhutmädel, weil ich finde die Bilder ganz toll. Ich muss jetzt nochmal nachgoogeln, wie der Künstler heißt. Christian irgendwas, glaube ich, aber ich komme jetzt nicht. Ich habe kein Namensgedächtnis leider. Aber der ist auf jeden Fall bekannt, und die Bollehuts-Mädels sind auch bekannt. Und ja, und jetzt zeige ich euch, was in der Regina, ihrem Happy Mail drin war. Und ja, Moment. Oh mein Gott, bei mir fliegt alles durcheinander. Ich muss anbauen. So,
Von der Regina kommt das Happy Mail jetzt noch. Ich habe ja da von der Regina euch den Brief schon vorgelesen. Jetzt ist das vielleicht ein bisschen durcheinander, aber ich glaube, Regina nimmt mir das jetzt nicht übel. Also, die Regina hat mir Serviette geschenkt. Serviette sind immer toll. Und zwar eine große Auswahl. Oh, da ist noch eine. So, lass jetzt gerade mal so. Also wunderschöne Serviette. So ein ganzer Beutel mit das klebt, weil das hat er ja immer Kleber hinter dran. Da hat sie auch mal die Blümle gemacht, wo ich mal ein Video gemacht habe. In Lila, das ist auch sehr hübsch. Und da hat sie noch welche gemacht. Irgendwie auf eine andere Art. Ah, da ist ein Draht hinter drin. Auch sehr schön. Da müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, ob sie da auch Videos dazu auch hat. Das kann sein. Und hier ganze Reihe voll kleine Schätzchen hier. Solche Klammern. Und diese. So Glitzersacher, so Bümmele, die sind auch immer toll, wenn man die an einen Junk Journal dran macht. Große Büroklammern, das ist auch so süß. Richtig schön, hat sie wahrscheinlich selber gemacht. Ein Anker. Richtige Schätzle. Vielen Dank, Regina, so toll. Und warte mal, das war da drinnen. Das mache ich nachher da wieder rein, dass ich da nicht durcheinander komme. Und dann hat sie hier Dekoupagepapiere und mehr. Ich gehe es einmal mit euch durch. Wunderschönes Papier. Ja, so viel unterschiedliches, tolles Papier. Wahnsinn. Wahnsinn, da kann man tolle kleine Journals mitmachen. Und das habe ich auch vor, weil ja, es macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß, das Papier zu benutzen und es zu verarbeiten. Also ich bin da, jetzt mache ich das da rein. Also mir macht das riesig Spaß. So. Und dann hat sie mir nochmal noch mehr Papier. Das ist jetzt ein Aquarellpapier, Mixed Media Papiere zum Gestalten. Da hat sie mir so eine ganze Auswahl geschickt. Ganz toll. Das kann man natürlich auch, ihr wisst ja, ich male ja auch mal gern. Das da ist auch super in alle Farben und dahinter noch mal ein bisschen so kleinere. Und so ein Umschlag und das ist so ein, das ist eine Karte. Ja. Wunderschönes Papier. Ah, und das da, eine schöne Zeitschrift. Ja, wisst ihr, wir nehmen ja aus Zeitschriften auch uns Elemente raus oder Deko-Elemente raus. Und das ist sogar eine, die ist nicht ganz so glänzend. Also das ist sehr schön. Finde ich immer toll, dass nicht ganz so brutal glänzt. Die werde ich mir aber, bevor ich die auseinandernehme, werde ich sie mir erstmal lesen. Weil ich liebe auch solche Zeitschriften. Ja,
Vielen Dank, Regina. Das ist aber noch nicht alles. Ich lasse es gerade mal liegen. Jetzt sind wir so ein Fließstoff, den ich auch benutze. Dann ein Buch, wo man, ja, könnte ich ein Elderbook draus machen, irgend sowas. Hat ein toller roter Einband. Das sieht auch ganz super aus. Das ist noch sehr gut erhalten, finde ich. Und ja, weil mein Elderbook, das ist schon ziemlich voll. Das ist toll. Und da, guck mal, das ist auch so ein tolles Papier. Da hat sie mehr Stoff und so besondere, ich weiß gar nicht, was das ist. So richtig besondere, so Stoffe geschickt. Also das, da habe ich schon richtig Lust drauf, das auf meine Seite zu benutzen. Ganz hübsch. Ganz toll. Das war in diesem besonderen Stöffchen hier eingewickelt. Das ist allein schon so schön. Da war dann noch der Umschlag dabei. Hat sie selber gemacht. Zuckersüß. Schwein im Glück. Regina Hüblein. Kreativmanufakturclub. Voll goldig. Hat sie selber gemalt. Und das da, das sind ja solche Rahmen von Dias von früher. Hatte ich auch noch nicht und da kann man auch tolle Sachen mitmachen. Da werde ich auch mal ein Video drehen und werde da mal solche benutzen. Das finde ich jetzt ganz toll. Das habe ich nämlich erst letztens gedacht, ich bräuchte mal solche Rahmen. Und manchmal, ja, passiert es dann einfach, dass man es einfach so bekommt. Das ist auch eine schöne alte Karte. Und eine Karte um eine Elder Playing. Ich sag wieder Elder Playing Card, um eine Elder Card zu machen. Das kam in dem schönen roten Umschlag. Regina hat auch wahnsinnig da toll gepackt. Und dann noch ein Buch. Und das ist auch so süß. Ich habe mir es durchgelesen von vorne bis hinten. Mit so schönen Illustrationen drin von der Ehe. Wie es sein soll und dass man sich noch auf Händen tragen soll. Ganz, ganz goldig. Ja. Voll süß. Also da weiß ich nicht, ob ich das übers Herz bringe, dann das auseinanderzunehmen. Ich muss mal überlegen. Und dann kam noch so ein blauer Umschlag. Und da war jetzt noch, also Trevina hat auch wahnsinnig riese Paket da geschnürt. Ja, das sind jetzt so auch neuere Papiere gekommen, aber auch alte Sachen. Da ist so eine tolle Schablone dabei. Katze. Ich glaube, Trevina hat auch Katze, meine ich. So eine Elderkarte, so eine Karte machen. So eine Engelkarte, eine große Spielkarte. Das ist aus so ein Plastikgewebe. Das können wir jetzt auch nehmen, um zum Beispiel zu stempeln. Also halt so, ihr wisst ja, mit Stempelfarbe drüber, das gibt sicher einen schönen Abdruck. Da ein Tag, schöne alte, wirklich sehr alte Seite, ganz dünnes Papier, das ist schon durchsichtig. Ganz super. Deckele, das ist Nummer 1. Da hat sie ein französischer Scheck mir reingemacht. Habe ich schon mal einer von ihr bekommen. Ist auch was Besonderes. Schönes altes Papier. Tolle Buchseite. Das ist auch ganz wunderschön und alt. Und bei der Regina riecht es nicht mehr so alt. Ich weiß nicht, wie sie das macht, auf jeden Fall. Also meine alte Buchseite rieche furchtbar. Und das ist auch so schön. Ich habe es gelesen. Und dann hat es aufgehört und ich hätte so gern gewusst, wie es weitergeht. Ein ganz schönes, altes Geschichte. Und es fängt an, vor langer, langer Zeit stand im Schwarzwald ein altertümliches, prächtiges Schloss. Passend für mich. Und ich habe das gelesen. Der Papa musste in den Krieg ziehen und die Mama, der war dann schwer verletzt und die Mama, die sollte dann da auch zu ihm, die Gattin. Und das Mädel, die passt auf den kleinen Bub auf. Ja. Ja, der Rest hat Regina schon verbastelt oder hat sie noch. Aber das ist wunderschöne Buchseite.
Kalender, Schulseite. Ja, wunderschön illustrierte Seite. Das ist auch toll. Ich will doch in unser Gartenhäusle. Das ist eine tolle Anregung. Und dahinter sind noch so Karten drin. Und so eine so Weltkarte. Ja, Leute, das war's. Ich kann es nicht glauben. Und ich, wenn ich jetzt das mir jetzt angucke, ich glaube, das Video kriegt zwei Teile. Ich bin mir nicht sicher. Ich muss einmal gucken. Also, ihr liebe Mädels da draußen, ihr habt mir so eine große Freude gemacht. Das ist der Hammer, was da alles angekommen ist. Und ja, also ich kann noch 1000 Videos machen und noch 1000 Seiten gestalten, glaube ich. Also wahnsinnig. Ja, so, das war's. Und jetzt sage ich euch vielmals Dankeschön. Passt auf euch auf, bleibt gesund und ja. Und ich hoffe, ihr bekommt alle auch mal Happy Mails, weil es ist eine tolle Sache und es macht einfach nur Freude und Spaß. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.